zwar die letzten Tage war das schon sehr, sehr intensiv. Ich bin eigentlich kein Mensch, der nach dem Wasser gebaut ist, aber das ist auch das eine oder andere. Weil es einfach zu schön war, weil die so positiv waren. Ich denke, dass in den nächsten, wie du jetzt sagst, nächsten Wochen, Tagen, Jahren vielleicht, wird es in Stolz umwandeln. Aber das war schon sehr emotional. Und ja, einfach schön. Mhm. War so das Highlight in den 12 Jahren, die Meisterschaft, wie viele sagen, 2015? Das war das Highlight. Ich meine, wenn man als zurückblickt auf 12 Jahre, dass man einfach auch sagen kann, man hat noch mal im Friedrichspark gespielt, auch im letzten Friedrichsjahr die Meisterschaft oder Vizemeister wurden. Dann der Umzug, was ich eben auch gesagt habe, der Umzug in die Arena und dann das erste Mal in der Adlergeschichte die Playoffs zu verpassen. Das Jahr darauf aber Meister und Pokalsieger zu werden. Also das sind so viele schöne Eindrücke für mich. Gibt es aber jetzt nicht dieses besondere Highlight, wo ich sage, okay, 2007, 2015 für mich waren einfach jeden Tag hier reinzukommen und jeden Tag das zu machen, was mir Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten, zu trainieren, zu spielen, die nicht nur Mannschaftskollegen, sondern Freunde sind. Ich glaube, das war die wirkliche Freude, die ich gespürt habe. Jeden Tag, jeden Alltag. Der Alltag, der eigentlich gar kein Alltag war, sondern der schmerzeste Tag war fast der Montag, der frei war, weil ich da nicht mit meinen Freunden, mit meinen Jungs zusammen sein durfte. Das waren einfach so diese schönen Momente, also diese Spaßmomente und diese tollen Erlebnisse, die man auch hinter verschlossenen Türen hatte und nicht unbedingt die an der Öffentlichkeit waren. Natürlich sind die zwei Meisterschaften, sind zwei Sachen, die auch auf Fahnen hier stehen und die auch auf Briefkopf stehen. Aber jeden Tag hier wirklich reinzukommen und Spaß zu haben, zu arbeiten und mit dem Adler auf der Brust zu spielen, das waren, und auch zu trainieren jeden Tag, das waren so diese unglaublichen schönen Momente, die mir einfach Freude bereitet haben, wo du mit Leichtigkeit hier reingekommen bist und einfach Freude am Alltag gehabt hast. Mhm. Das glaube ich, wenn man das sagen kann, dass man jeden Tag Spaß und Freude bei seiner Arbeit hat, das sind die Momente, auf die man, glaube ich, gerne zurückblickt. Jetzt hat die Mannschaft eine taffe Saison gehabt, du persönlich auch. Zumindest warst du öfter mal halt auf der Tribüne gesessen. Wie schön war es für dich, dann mal so Playoffs zu spielen? Ja, die Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, war auch eine Erfahrung, die ich das erste Mal in meiner Karriere gemacht habe. Das war definitiv keine einfache Zeit, aber es war auch eine sehr lehrreiche Zeit. Als ich da jeden Abend ins Bett gegangen bin oder auch teilweise die Spiele auf der Tribüne verfolgt habe, da macht man sich natürlich als Mensch, als Sportler auch so seine Gedanken. Aber es hat mich nicht runtergezogen, sondern ich bin in der ganzen Situation auch so ein bisschen gewachsen. Ich habe einfach gesagt, okay, was will ich hier? Was will ich? Ich saß in Bremerhaven auf der Tribüne, ich bin 7 Stunden im Bus da hochgefahren, habe mir 60 Minuten auf der Tribüne angeguckt und bin 7 Stunden nach Hause gefahren. Und da war so ein Punkt, wo ich mir auch selber gesagt habe, was ist dein Ziel, Christoph? Willst du das hier so schnell wie möglich rumkriegen und willst du auf was Neues blicken oder willst du dich nochmal zurück ins Team reinarbeiten? Und ich habe dann jeden Tag gearbeitet wie ein Berserker und habe mich jeden Tag angeboten im Training und habe es dem Trainer so oder versucht, so schwer wie möglich zu machen. Dass es am Ende so ausgegangen ist. Ja, ich spreche jetzt nicht die Niederlage an, sondern meine persönliche Situation. Das hat mich dann schon, ich will jetzt nicht sagen, gefreut oder stolz gemacht, aber das war dann so ein bisschen die Ernte, die ich einfahren konnte für die Stunden und die Einsatzbereitschaft, die ich davor investiert habe. Du kommst auf jeden Fall nochmal einen zurück, ne? Das ist zweimal nächste Saison. Okay. Aber dass du noch Augsburg gehst, ist noch nicht fix. Also ich werde definitiv innerhalb der DEL wechseln und wir werden sehen, in was für Farben ich nächstes Jahr auflaufen werde. Okay. Eines ist aber sicher, ich werde auf jeden Fall mit der 47 spielen. So viel habe ich schon. Okay, sehr schön. Und wichtig ist natürlich auch, dass du deine Familie, dass es nicht zu weit von deiner Familie weg ist. Ne? Das ist schon auch, weil ihr habt ein Haus gebaut, ne? Oder? Ja. Also das habe ich auch mit dem anderen gemeint. Du wirst wahrscheinlich noch ein paar Jahre spielen, aber
Lebensmittelpunkt wird Mannheim bleiben. Also Lebensmittelpunkt wird definitiv Mannheim bleiben. Mhm. Für mich war das oberste Priorität, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Team finden, das in einer guten Entfernung zu Mannheim liegt. Dass es, ich möchte meine Kinder hier nicht aus der Schule reißen, mein Sohn in die vierte Klasse, die Tochter kommt in die Vorschule. Ich möchte auch mal gucken, wie das funktioniert, weil ich ja doch Familienvater durch und durch bin. Klar bin ich Sportler, aber in erster Linie bin ich Familienvater. Und von daher haben wir ein Team gefunden, das uns da sehr, sehr gut unterstützt. Und ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Ein ganz, ganz tolles Kapitel schließt sich und geht zu Ende. Und ich freue mich aber auf auf die neue Zeit, auf die kommenden Aufgaben. Was ich eben angesprochen habe. Ich werde als Familienvater wachsen, ich werde sicher als Sportler auch noch die ein oder anderen tollen Momente erleben und als Familienvater. Mhm. Was für Gedanken kommen dir so in den Kopf, wenn man dann hört, Christoph Uhlmann ist einer von uns? Das war ja schon in München dann jetzt hier und heute auch nochmal. Das habe ich zuvor einmal bei Jochen echt gehört. Genau. Jochen ist ja ein gebürtiger Mannheimer. Von daher macht mich, wie ich das eben auch schon gesagt habe, sowas macht mich schon stolz. Also, ich kenne ja die Mannheimer Fankultur, ich kenne auch den Mannheimer an sich, wie der mit seinen Adeln umgeht und wie der generell so Tag ein, Tag aus lebt. Und wenn die einen aufnehmen, dann ist das schon was Besonderes. Also da muss man schon mal mehr als einmal um den Wasserturm gelaufen sein, wenn sie einem sowas hinterherrufen. Und das freut mich schon. Okay, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, danke. Ulle. Danke. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Dankeschön. Ja. Danke. Und nimmst mal zu deinem neuen Arbeitgeber so ein Adlerbuch mit. Ja. Und zeigen. Also wenn es Augsburg ist, der Milan Sarko, der schreibt eins über die Augsburger Presse. Ja, ich finde, das ist ja auch Frankfurt. Vielleicht auch. Aber du hast ja gesagt, du kommst zweimal hierher. Ne? Ja, die machen noch. Vielleicht habe ich 2 Jahre unterschrieben. Ich spiele noch jedes Jahr ein Vorwärts. Ach so? Okay, alles klar.